Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice Calc Sonderzeichen. Ein Sonderzeichen ist ein Zeichen, das normalerweise auf einer Standardtastatur nicht gefunden wird, zum Beispiel ein Halb oder Dreiviertel. Um ein Sonderzeichen einzufügen: Erstens stellen Sie den Cursor in die Zelle, wo das Zeichen erscheinen soll. Zweitens gehen Sie in der Menüleiste auf Einfügen, Sonderzeichen, um den Sonderzeichendialog zu öffnen. Drittens markieren Sie der Reihe nach die Sonderzeichen, die Sie in die Zelle einfügen wollen, zum Beispiel ein Halb und ein Viertel. Die ausgewählten Sonderzeichen werden am unteren Rand links im Sonderzeichendialog erscheinen. Das letzte ausgewählte Zeichen wird im Sonderzeichendialog rechts zusammen mit seinem numerischen Code gezeigt. Viertens klicken Sie auf Einfügen, um den Dialog zu schließen. Die Sonderzeichen sind jetzt in der ausgewählten Zelle eingefügt. Hinweis: Verschiedene Schriftarten enthalten verschiedene Sonderzeichen. Wenn Sie keine individuellen Sonderzeichen finden, die Sie möchten, versuchen Sie, die Schriftart und Teilmengeauswahl zu ändern. Ebenso gibt es die Möglichkeit, die Zeichentabelle von Linux Mint zu nutzen. Klicken Sie auf Menü, Zubehör und Zeichentabelle, um die Zeichentabelle zu starten. Wählen Sie jetzt hier die Sonderzeichen aus, die Sie einfügen möchten. Mit einem Doppelklick wählt man ein Sonderzeichen aus. Die Sonderzeichen, die Sie ausgewählt haben, erscheinen dann hier unten. Wenn Sie die Sonderzeichen kopieren wollen, klicken Sie auf den Button Kopieren, gehen Sie zu LibreOffice Calc und fügen Sie jetzt hier die Sonderzeichen ein mit Bearbeiten und Einfügen oder mit Steuerung V. Die Zeichentabelle kann man ebenso mit einem Kommando starten. Ich öffne ein Terminal und gebe ein GU char map, um die Zeichentabelle zu starten. Des Weiteren ist es möglich, mit Kürzeln Sonderzeichensymbole und sogar kleine Bilder einzufügen. Mit Doppelpunkt Auto Doppelpunkt kann ich zum Beispiel ein kleines Auto einfügen. Oder mit Doppelpunkt Baby ein Bild von einem Baby. Die Auflistung der Kürzel, die es bei LibreOffice gibt, finden Sie unter Extras, Autokorrektur, Option. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!